Hi. Nachdem das Mora 510 verschwunden war vom Markt, das ist eigentlich genau das gleiche wie das, ja? Das ist das Mora 510 Black. Ich habe dann nur noch das lächerliche 511 mit dem Fingerguard und der breiten Scheide. Viele Bushcrafter, die das 510 geliebt haben, so wie ich, haben sich dann das 511 gekauft, haben den Fingerguard abgemacht und haben die erweiterte Scheide dazu benutzt. Meine Freundin. Ja, hallo? Hi. Hi. Hab ich dich geweckt? Nee. Nee, war nicht meine Frau oder Freundin, sondern eine Kollegin von der Arbeit. Ja, das hört man davon, wenn man die Telefonnummern weitergibt. Also, wo war ich stehen geblieben? Viele Bushcrafter haben dann das 511 geholt, haben den Fingerguard abgemacht und haben die erweiterte Scheide dazu benutzt, um zum Beispiel ein paar einen Firesteel reinzustecken und ein paar Wattebällchen, Bäuchchen, Kartenballs. Und dann kam die Firma HKGT, übrigens Webseite ist hkgt.de, auf die Idee, mit Mora das 510 wieder aufleben zu lassen. Ich hatte das auch schon mal vorgestellt, weil ich das immer an meinem Arbeitsrucksack dran habe. Immer. Das hatte ich mal gezeigt in einem kurzen Video, dass das eine schöne Patina hat. Das ist kein Rost, das ist eine Patina. Das kam dadurch, dass ich damit, glaube ich, Äpfel oder so geschnitten hatte. So, also im Prinzip ist das 510 Black, nichts anderes als das 510. Und von der Scheide, also von der Klinge her, exakt das gleiche wie das Mora Classic, also das mit dem roten Holzgriff. So, und auch hier werde ich heute etwas machen, was ich eigentlich hasse. Ich hasse es wie die Pest. Das ist Betonen. So, jetzt nehme ich mir hier ein recht dickes Stück Holz. Muss ich zugucken, wie ich das hier auf dem schiefen. Hallo! Video! Okay. Von mir! Von dir? Ja! Okay! So, wie ich dieses recht dicke Holz, das ist schon abgelagert, spalten kann. Lässt sich das nicht gut spalten. Aber es geht. So, da ich mit jedem Messer, bevor ich es benutze, die Klinge reinige und eine zweite Phase drauf lege, sieht man, hier sind keine Ausbrüche und keine, nicht nur Ausbrüche, sondern ja, Wellen. Ja, so. Also, Messer ist bekannt eigentlich. Liegt eigentlich sehr gut in der Hand. Ich würde es also aber nicht benutzen als einziges Messer, sondern als Backup-Messer oder Messer für feinere Arbeiten. Und die feineren Arbeiten, die zeige ich jetzt.
So, 5 nach 10. Black. Gibt es übrigens für, ich glaube, 5,78 Euro auf der Webseite von hkgt.de. Bestellt euch nicht nur eins oder zwei, bestellt euch 10. Bestellt euch 20. Dann habt ihr immer auf Vorrat, falls mal eins kaputt geht. Oder ein super Geburtstagsgeschenk für jemanden, der auch Bushcraft da ist. Außerdem, man kann nie genug Moras haben. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Kommentare, Bewertungen, neue Subscriber werden gerne gesehen. Tschüss, macht's gut.